Nee, das darfst du nicht rausnehmen. Nein. Ist er fest? Das gehört da rein, das sollst du ja nur fühlen, ohne es zu sehen. Oh, das ist aber zu laut. Kuscheltier. Komm bitte. Du, das lässt du bitte. Das ist jetzt wirklich lustig. Ich selber lebe nicht und deswegen lebe ich nicht in der Vergangenheit, in der Antike. Ich lebe halt in der Gegenwart. Werde ich insofern an seiner Lebenswelt nicht teilhaben können. Er wird handyfrei erzogen, fernsehfrei erzogen, süßigkeitenfrei erzogen. Und da gibt es auch keine Ausnahmen. Also soll die Mutter streng werden, dann unterlass das bitte. Es ist jetzt definitiv Schluss, Herr Julius. Du fängst an, das zu machen. Es ist definitiv Schluss. Er artikuliert in seiner Sprache, aber das sind noch keine deutschen Wörter und Sätze. Ist er fest? Ist er fest? Keine deutschen Wörter und Sätze. Das wird dann mal ganz plötzlich über Nacht kommen, dass er dann ganze Sätze spricht, druckreif. Das geht vielfach so. Aber er versteht alles. Wir haben so ein Poster mit 100 Tieren drauf und er zeigt auf Anhieb den Feuersalamander und Aber Mama hat er noch nicht gesagt? Da legen wir auch keinen Wert drauf, auf Mama und Papa. Das ist reine Nachtplapperei. Und hier wird doch eher mit dem Vornamen angeredet werden wollen. Okay. Und nicht mit Mama und Papa. No more! I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop! Helikoptereltern im Rentenalter.